Ja, herzlich willkommen zu einer neuen virtuellen Mathematikstunde. Heute ist das Thema 11. Klasse, das Skalarprodukt. Wie gesagt, wenn wir Vektoren miteinander multiplizieren, dann können die unterschiedlichsten Dinge dabei passieren. Ja, wir haben jetzt das letzte Mal die skalare Multiplikation kennengelernt. Da haben wir gelernt, dass praktisch die Multiplikation eines Vektors mit einer Zahl jeweils das Vielfache seiner Länge praktisch bedeutet. Das heißt, ich kann durch die skalare Multiplikation die Länge eines Vektors vervielfachen. Heute haben wir eine andere Produktart, nämlich das Skalarprodukt. Und einsteigen tun wir so, wir haben also ein Dreieck ABC und das wird durch die drei Vektoren, die hier dargestellt sind, gebildet. Und jetzt will ich über die Länge vom Vektor A und Vektor B die Länge vom Vektor C berechnen. Und wenn ich jetzt noch den Zwischenwinkel Gamma zwischen den beiden bekannten Vektoren kenne, dann kann ich das über den Kosinussatz machen. Der ist jetzt hier eingeblendet und zwar jetzt vielleicht in einer etwas anderen Schreibart, wie es ihr sonst kennt, nämlich ich habe praktisch die Seitenlänge von dem Dreieck, die sind ja nichts anderes als die Vektorbeträge. Deswegen habe ich das jetzt in der Vektorbetragsschreibweise geschrieben. Und dieser Term, der hier hinten auftritt, dieses a mal b mal Cosinus Gamma, dieser enthält jetzt den Winkel Gamma und wird deswegen als sogenanntes Skalarprodukt bezeichnet. Und deswegen definieren wir das Skalarprodukt eben so, dass zwei Vektoren mit ihrem Zwischenwinkel praktisch eine feste Zahl ergeben. Das heißt, wenn ich das Skalarprodukt von A und B bilde, so wie es hier in dem Merksatz geschrieben ist, dann bekomme ich als Ergebnis eine Zahl. Und diese Zahl rechne ich über den Rechenausdruck, der auf der rechten Seite steht, aus. Gut. Und wenn ich das jetzt mache, dann ist jetzt das relativ sperrig. Wie gesagt, wenn ich jetzt zwei Vektoren habe, die ich in Koordinatendarstellung habe, dann ist das über die Länge auszurechnen äußerst schwierig. Deswegen möchte ich da ein bisschen was Schöneres. Und damit gibt es eine kleine Methode, nämlich, machen jetzt einen kleinen Schwenk, nämlich zu den Einheitsvektoren. Die stehen hier schon angeschrieben und die Einheitsvektoren sind nichts anderes als Vektoren, die entlang der drei Koordinatenachsen wirken, also x1, x2, x3 und die Länge 1 haben. Das heißt, die führen vom Ursprung immer zu der 1 auf der einzelnen Achse. Und wie wir jetzt schon sehen, haben die immer, weil sie die Achsen aufeinander senkrecht stehen, haben also auch die Vektoren eben einen 90-Grad-Winkel als Zwischenwinkel. Das merken wir uns jetzt. Und jetzt kann ich praktisch die Einheitsvektoren, die Skalarprodukte über die vorher genannte Formel berechnen. Es sieht dann so aus. E1 Skalar E2 ist gleich 1 mal 1, weil ja die Länge von beiden Vektoren 1 ist, mal Cosinus 90 Grad. Cosinus von 90 ist 0, also kommt insgesamt 0 raus. Und das geht bei allen Einheitsvektorenkombinationen, wo ich zwei verschiedene miteinander kombiniere, kommt 0 raus. Jetzt, wenn ich jetzt zwei gleiche miteinander kombiniere, also E1 Skalar E1 oder E2 Skalar E2, dann habe ich als Zwischenwinkel, weil ja praktisch die zwei Vektoren zusammenfallen, dann habe ich ja der Winkel, der ist ja 0. Ja, und jetzt kann ich den Cosinus von 0 berechnen und der Cosinus von 0 ist 1. Und deswegen kommt für die drei 1 raus. So, das merkt man uns jetzt alles mal. Und jetzt kann ich noch eine schöne Eigenschaft euch von den Einheitsvektoren erzählen, nämlich ich kann jeden Vektor als Linearkombination dieser drei Einheitsvektoren schreiben, was dann so ausschaut. Ja? Und dabei sind dann A1, A2 und A3 in diesen Linearkombinationen sozusagen die Zahlen. Ja? So, und jetzt kann ich mit dieser Setzung, kann ich jetzt das Skalarprodukt anschreiben. Und zwar muss ich dann bei die beiden Linearkombinationen miteinander multiplizieren. Und jetzt bin ich wieder bei einer Struktur, die ich seit der 7. Klasse kenne. Jetzt wendet man einfach das Distributivgesetz dreimal hintereinander an. Das bedeutet, wir multiplizieren jedes Termglied der ersten Klammer mit jedem Termglied der zweiten Klammer.
Und wenn wir das machen, kommt dieses hier heraus. Das sind drei Einträge in jeder Klammer, also brauche ich neun Ergebnisse. So, jetzt ist es aber so, wir wissen ja, dass diese unterschiedlichen E1, E2, E1, E3, E2, E1, ja, die sind jeweils 0. Und die mit dem Quadrat jetzt dastehen, die sind immer 1. So, das heißt, es fällt jetzt ein Haufen weg und dann bleibt eigentlich nur noch 3 übrig, nämlich A1, B1, A2, B2 und A3, B3. Die anderen 6 fallen, wie wir ja vorher gesehen haben, weil ja die Skalarprodukte 0 sind und 0 mal irgendwas ist immer 0, das fällt weg. So, und damit habe ich jetzt eine sehr handsame Formel für das Skalarprodukt und das schreiben wir jetzt an. Das Skalarprodukt zweier Vektoren ist einfach die Summe der Produkte der Koordinaten dieser Vektoren. Und ich denke, das ist eine sehr handsame Definition und die probieren wir jetzt auch. Und wenn ich also jetzt dieses Skalarprodukt ausrechne, dann muss ich nur 2 mal 4 plus minus 1 mal 3 plus 3 mal 1 rechnen. Und wenn ich das tue, dann hat dieses Skalarprodukt den Wert 8. Ja, und das wäre es eigentlich zum Skalarprodukt schon gewesen. Hab mich gefreut, dass ihr heute bei mir dabei wart. Würde mich freuen, wenn ihr wieder mal bei mir reinschaut. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und eine gute Zeit. Und vielleicht sehen wir uns wieder hier auf diesem Kanal.